Da sind wir wieder bei Silent Hill 3. 0717 war's. Ich habe mich zu sehr auf die 6 versteift. Aber da hat's die Zeit quasi angefangen. Aber ich muss die aktuelle Zeit nehmen, also 7.17 Uhr. Also 0717 war der richtige Code. Und damit eine Sofortbildkamera. Okay. Was war denn mit der nochmal? Weiß ich nicht mehr. Oh Gott. Noch rumzuckt. Oh, gehen tut's mir eigentlich noch ganz okay. Was haben wir denn hier? Nur 3 Krankenschwestern, mehr nicht. Ah, ein Erste-Hilfe-Kasten, super. Das ist schon mal viel wert, aber ansonsten haben wir gar nichts hier. Denn bei M6 ist zu. Und das wär's erstmal. Gut. Dann speichere ich gerade nochmal. Ist ja eben schon mal kurz gespeichert, aber besser ist es. Okay, jetzt habe ich die Sofortbildkamera. Was bringt's mir? Ich hätte noch den Special Treatment Room im dritten Stockwerk, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und unten im Keller. Vielleicht kann ich mit der Kamera da durchlunzen und irgendwas erkennen. Das wäre noch was, was ich ausprobieren würde. Die hier rumjaulen. Die haben halt Bock auf mein Fleisch. Ich glaube, so war es nämlich, mit der Kamera um die Ecke und dann ein Foto machen. Und dann steht da, glaube ich, ein Code. Ja. Bei 819. Den sollte ich mir merken. Für die Tür im dritten Stock war das, ne? Genau. Na? Yes. Die ist kaputt. Die auch. Das ist ein Magazin, nur so ein Klatschmagazin. Verzweiflung lehren, Haus Hoffnung. Ein Waisenhaus am Rande von Silent Hill. Silent Hill 4, wir erinnern uns. Aber hinter dem falschen Image verbirgt sich ein Ort, an dem Kinder entführt und einer Gehirnwäsche gezogen werden. Haus Hoffnung wird von Wohltätigkeitsverein Silent Hill Smile Support Society verwaltet, die manchmal auch 4S genannt wird. 4S ist ein hoch angesehener Wohltätigkeitsverein, der arme Kinder ohne Zuhause aufnimmt und mit Hoffnung aufzieht.
aber im Innersten ist es eine heidnische Organisation, die ihr eigenes verzerrtes Dogma anstelle guter religiöser Werte lehrt. Mr. Smith, Aussichtskraft, der in der Nähe lebt, sagt, manchmal kann ich nachts ihre seltsamen Gebete und das Weinen von Kindern hören. Ich bin rüber, um mich zu beschweren, aber sie haben mich sofort verscheucht. Danach hat sich nichts geändert. Mir wurde der Zutritt verweigert, als ich versuchte, Fotos in der Einrichtung zu machen. Was genau haben die Leute von Haus Hoffnung zu verbergen? Bei meinen Untersuchungen stieß ich auf einen verdächtiges aussehenden runden Betonturm, der Teil der Einrichtung zu sein scheint. Leider konnten wir niemanden finden, der uns sagen wollte, wozu der Turm verwendet wird. Aber es scheint unwahrscheinlich, dass er etwas mit dem Aufziehen von Waisenkindern zu tun hat. Es könnte ein Gefängnis oder eine geheime Kultstätte sein. Der Kult, der Haus Hoffnung betreibt, wird von Ansässigen einfach der Orden genannt. Es ist eine Religion, die aufs Engste mit den Geschichten von Silent Hill verwoben ist. Aber es ist der inbrünstigste Glaube der Anhänger, dass sie zu diesem ewigen Auserwählten gehören, der eine dunkle und gefährliche Seite offenbart. Ich beabsichtige, meine Untersuchung von Haus Hoffnung und dem dahinterstehenden Kult fortzusetzen. Ich habe den festen Glauben, dass es unsere wichtigste Pflicht ist, die ganze Wahrheit zu sagen und unseren Kindern den wahren Weg zu weisen. Joseph Schreiber. Ja, ich hatte mal erwähnt, dass es zwischen den einzelnen Silent Hill Spielen immer so ein paar Hints gibt, beziehungsweise ein paar Hinweise, so die auf die anderen Spiele hinweisen. Und das ist jetzt quasi ein Hinweis auf Silent Hill 4. Aus Hoffnung, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Ja. Es ist halt lustig, dass dieser Artikel quasi mit Aus Hoffnung, wie es auf Deutsch heißt, mit den Geschehnissen zu tun hat, die in Silent Hill 4 passieren, weil man ist ja dann später dort. So. S4. Auch so. Okay. Da liegt ein Werk auf dem Boden, aber sonst ist hier gar nichts. War das das Zimmer, wo Maria war? Das geht gar nicht. Oh Gott. Hinter mir. Oh, mir geht's gar nicht gut. Der hat eine Knarre. Ah. Junge. Wie ist sie tot? Oh mein Gott. Das war heftig. Das hat nämlich komplett aus dem Konzept gebracht. Ich wollte noch Räume untersuchen. Mit Katana hätte ich die zwar auch platt machen können, aber... Hallo? Hello? Claudia. No, I'm not... Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind.
What a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already. I'm not Claudia. You're not Claudia. My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolf. I'm sorry. I thought you were my daughter. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? No, never. When I find her, I'm... Leonard! Yeah. Das wird ein interessanter Bossfight gegen ihn und ich hasse ihn einfach. Das ist der schlimmste Bossfight im Spiel, meiner Meinung nach. Aber... ja. Am Ende des zweiten Stockwerks falsche Taste. So, jetzt sind wir hier. Und hier bei welchem Zimmer war er nochmal? Was kann ich mehr? Aber es dauert noch ein bisschen, bis wir zu ihm kommen. Ich glaube, uns fehlt noch was. Beziehungsweise wir müssen erst ins andere Silent Hill, soweit ich weiß. Aber hier sind noch zwei Räume, Shower Room und das Bath 3. Und da gibt es eine Tür zu Bath 3. Mal gucken, ob die öffnen kann. Ist zu. Geht natürlich auch nicht. Da liegt noch Trockenfleisch. Die ist kaputt. Okay, dann noch die hier. Geht auch nicht. Okay, das heißt, hier gibt es eigentlich nichts mehr für mich zu tun. Es könnte nur noch in den Special Treatment Room. Ich wüsste nicht, was ich da noch soll. Habe ich noch irgendwas? Und noch das Parfüm, von dem ich nicht weiß, was ich damit soll. Hier nochmal gucken, vielleicht. So, das war hier. Ne, hier hat sich nichts verändert. Aber selbst wenn es ein Code ist, weiß ich nicht, wofür der gut ist. Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe Silent Hill 3 zwar oft durchgespielt, aber manche Sachen kann ich mir einfach nicht merken, bei so vielen Spielen, die ich bisher gespielt habe. Das ist manchmal echt nicht einfach.
Na gut, gehen wir erstmal in den zweiten Stock. Gucken dann. Der hat eine Knarre. Girls with Guns. Wo jetzt? Ja, was mir so einen Schuss abzieht, ne? Heftig. Okay. Meinte er hier? Hier ist ja nichts. Das war's. Okay. Here we go. Der Gang mit den Türen hier, die sich öffnen und schließen. Going into the lair of the monster. Ist ein Labyrinth. Dieses Bild, der Kopf tut mir nicht weh, wenn ich mir das ansehe, aber ich kenne es, es muss. Zum Teufel, habe ich mit offenen Augen geträumt? Nein, es war eher wie ein Video in einem dunklen Raum. Aber diese Krankenschwester, ich kenne sie. Lisa, die mich so himmlisch behandelt hat in diesem höllischen Krankenzimmer, obwohl sie manchmal schon etwas seltsam war. Ja, Lisa aus Silent Hill 1. So. Hier speichern wir nochmal, bevor es in den Kampf gegen Leonard geht. Sollte vielleicht nicht mit angeschlagener Gesundheit dahin. Gut, ich meine, wie toll das hier wieder aussieht. Das Zimmer. Da hängt eine Hand. Eine Hand vor dem Fenster.
Hier ist alles voll eklig. Keine Tür? Achso. Es gab noch eine Tür. Wie hier außen, quasi. Alle Monster sind rot und eklig. Machen mehr Schaden. Lass mich vorbei. Ach, Junge. Okay, aber noch geht's mir gut. Ach, das. Das ist interessant. Jetzt gucken wir uns mal an. Ich glaube, wenn wir zu lange in dem Raum hier verweilen, sterben wir. Ist das so? Aber ich will es nicht rausfinden, um ehrlich zu sein. Ach, ich habe Lebensenergie verloren. Guckt es euch mal an. Yep, da rein. So. Da ist noch der Restroom. Hier ist aber kaputt. Okay, jetzt sind wir wieder hier. So wie es aussieht, muss ich entweder in den Aufzug oder in den Elevator. Kann ich genauso gut zurückgehen. Ah, ja. Es macht ja keinen Sinn, die zu töten. Die fressen halt nur Unmengen Munition. Nur noch der Elevator. B3, der Abstieg in die Hölle. Keine Ahnung. Ah, da. 3, 9. Sind die Zahlen wichtig, wo keine Körper drauf sind? Oder die wahrscheinlich. 7, 4, 1. 7, 4, 1, 5. Schreib mir die Zahlen mal auf. 7, 4, 1, 5. Die Reihenfolge weiß ich halt nicht. Mal gucken, ob das klappt oder ob das auch wieder so ein Fiasko wird, wie mit der Uhr, also mit dem Wecker. Ach, das ist der Hinweis. Okay. Das ist aber was anderes eingezeichnet. 3, 2, 4 und 1.
2, 4, 1. Was davon ist jetzt richtig? Hey. 2, 4, 1. Habe ich mir das auch nochmal auf. 3, 2, 4, 1. Das ist nicht richtig. Versuch mal 7415. Hätte ich mal das lieber genommen. Gut. Offen. Was haben wir denn hier drin? Ich habe einen eingeäscherten Schlüssel. Für auch immer der gut ist. Wie geht's mir eigentlich so? Oh, ganz gut. Okay, wo bin ich denn gerade? Nämlich nicht. Wo am I? Erstmal raus. Achso, das war in. Das war in B3. B2 geht nicht. B1 auch nicht. Sind wir in 1? Wenn ich das schon höre, schlägt mein Herz höher. Erstmal alle Türen auschecken. Krankenschwester! Brrr. Da liegt etwas. Bin ich denn jetzt? Uah. Okay. Die Waffe leer? Ah. Keine Munition mehr dafür. Bringt das Katana was gegen die? Ich weiß es nicht. Die hauen mich halt direkt um, ne? Die sind zu klein. Halt so gut wie nix. Alles eine rote Pampe. Steh auf. Da ist eine Bahre. Aber keine gewöhnliche Bahre. Die hier sieht mehr aus wie ein Altar. Brennende Kerzen, ein Messer und ist das der Geruch von Blut? Haben Sie dieses Bild angebetet oder etwas in diesem Bild? I don't know. Der Titel lautet Verlorene Erinnerung. Ein Charakteristikum, nur in seltenen Dokumenten erwähnt und heutzutage immer seltener ausgeführt, ist das rituelle Opfer.
Bringe Gebet dar und durchbohre die Brust eines Mannes mit einem Kupferpfahl. Tränke den Altar mit dem Blut, das rot aus dem Herzen spritzt, um Gott zu preisen und Treue zu bekunden. In meinen anderen Opferritus im gleichen Buch beschrieben, wird das Opfer bei lebendigem Leib verbrannt. Dies war eine würdevollere Zeremonie, an der Gefangene und Sünder nicht teilnehmen durften. Nur Mitglieder des Klerus konnten geopfert werden. Bei den Religionen in dieser Region findet sich kein mit der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen vergleichbarer Ritus. Obgleich diese Religion die Erlösung preist, erweckt sie eine dunkle und kulthafte Geschichte. Sind doch alle. Okay, hier kann ich speichern, aber... Ich glaube... Diese Kerzen haben sich nicht gerade selbst angezündet, oder? Möglicherweise. Ich speichere hier nochmal, weil an dieser Stelle werden wir erstmal die Folge beenden. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Silent Hill 3. In der nächsten Folge geht es weiter in anderen Krankenhaus in Silent Hill. Und dann widmen wir uns weiter dem Weg zu Leonard Wolf zu kommen. Der hat nämlich etwas für uns. Und dann geht es in den Kampf gegen ihn und dann verlassen wir das Krankenhaus auch wieder. Also macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Silent Hill 3.